went back to the car and... That's a good one. That's a classic Robin skipping. Cheers. Slauncher and all of this. Morgen geht's los. Ray und Eva wollen mir eine gute Reise in den Süden wünschen und haben deswegen extra noch eine Art Reiseführer in Buchform mitgebracht, damit ich auch ja weiß, wo die Fische beißen. Allerdings geht's bei diesem Trip nicht um Lachs oder Forelle. Heute ist sicher ein ganz besonderer Tag. Seit Corona treffen wir uns zum ersten Mal wieder. Die Freunde der Fischergemeinschaft Fach im schönen Frankenlande kommen nach Irland. Reiseziel ist die Westseite des Loch Derg im County Clare. Die ist nur so 2,5 Stunden Fahrt von meinem Domizil entfernt und ich kann da ganz locker runterfahren, weil die größeren Straßen in Irland mittlerweile 1A sind. Gar keine Frage. Die einfachste und schnellste Möglichkeit, aus Fach anzureisen, ist mit dem Zug nach Frankfurt, dann den Flieger nach Dublin, nicht verpassen, dort auf Leihwagen umsteigen und immer gen Westen, bis zu dem kleinen Weiler Whitegate. Dann kommst du auch bald an die Kastanienallee, an deren Ende das Ferienhaus steht. Eine nun schon 30-jährige Tradition der Fischergemeinschaft, wenn in Irland, ist der Initialtrunk auf eine gute Woche. Das muss unbedingt gemacht werden, um alle möglichen Götter und Gottheiten gnädig und positiv zu stimmen. Immerhin bedeutet Ishge Baha, also Whisky, Wasser des Lebens, und Arthur Guinness wollte eigentlich eine Medizin gegen Husten oder so erfinden. Mit anderen Worten, es muss erstmal was getrunken werden. Oder wie man in meiner alten Heimat Norddeutschland sagen würde, da kann man doch mal einen aufnehmen. Also, auf eine schöne Woche. Sehr zum Wohle. Slonche. Slonche war. Große Fische. Aufs Leben. Cheerio. Zum 30. Mal jetzt ich das und wir werden das schon schaukeln. Aber. Die Küchenmannschaft Leinberger ist dankenswerterweise sehr früh auf den Beinen. So zwischen 6 und 7 Uhr soll es ja Frühstück geben. Der See ruft, wir wollen angeln. Der Loch Derg ist nicht neu für uns. Allerdings waren wir in der Vergangenheit im südlichen Teil des großen Sees. Also müssen wir uns hier ein gutes Stück weiter oben erstmal zurechtfinden und nach vielversprechenden Stellen Ausschau halten. Wir verteilen uns auf die Boote und los geht's. Wettermäßig sieht's nicht schlecht aus, 15 oder 16 Grad, leichter Südwestwind und da ist ja auch noch der Mann an der Pinne. Der ist doch verantwortlich für den Fang. Das darf man nie vergessen.
Wir fischen Freestyle sozusagen. Vom Köderfisch übers Schleppen bis zur Fliegenrute, alles geht. Da gibt's bei uns keine Puristen. Und es geht auch gleich los mit dem Beißen. Der Tag ist ja auch wie gemacht dafür, wie gemalt. Also hier eine kleine Collage von Seeanglern und Fischen. Von glücklichen Anglern. Sehr gut. Sehr gut. Schmeißen wieder rein. Setz ihn über Bord. Den ersten sitzen wir doch sowieso zurück. Das ist selbst für die Hechtsuppe zu klein. Können nicht alles Monster sein. Am Südzipfel des Loch Dirk, wo der mächtige Shannon River den See verlässt, liegt die kleine Stadt Killaloe. Da sind wir hingefahren, um zu sehen, ob der Angelladen auf hat, obwohl Sonntag ist, und um ganz traditionell Fisch und Chips zu essen. Dann braucht auch heute Abend keiner mehr zu kochen. So, what do we need? Was brauchen wir? Genau. Maden und... Pingis und Beiß, aber Köderfische hat. Okay. Köderfische. Ja, ich mache ja auch. Also, lieber Fischerkollege Christian, du hast heute einen ersten Hecht gefangen, ausgenommen. Du hast die Prüfung bestanden, bist jetzt im Club der Facher Fischer, ne? Als Mitglied, als Ehrenmitglied, ne? Weil du immer so tolle Sau bist und so weiter. Ne? Also, ich danke vielmals. Slonche auf unseren Slonche. Christian, der erste Hecht. Slonche. Unser heutiger Tagessieger ist der Florian mit einem Hecht von
15 Kilo, 1,25 Meter, war leider nicht zu fotografieren, weil der Foto zu klein war. Und überreiche ich dir den Pokal als Tagessieger. Solltest keiner den größeren Hecht fangen die Woche, dann darfst du den gerne behalten. Mittlerweile hat Florian das Full Irish Breakfast zu einem Full Bayerisch Breakfast umgewandelt und wir sind froh, uns einfach an den gedeckten Tisch setzen zu können. Also der Florian ist definitiv der Versorger. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir einen Burschen dabei, der exzellent kocht. Leichter Südwestwind, Temperaturen so knapp unter 20 Grad. Und Anfang Mitte Mai, das sind Tage, die der Hechtangler mag. Natürlich sind wir gleich wieder auf dem Weg zu den Stellen, die gestern gut gefischt haben. Ist doch klar. Der Loch Dirk, was so viel wie der Rote See bedeutet, ist von Portumna im Norden bis zum Südzipfel bei Killaloe etwa 37 Kilometer lang. Luftlinie. Die durchschnittliche Breite von ungefähr 4 Kilometern fällt da eher bescheiden aus. Trotzdem ist das alles in allem eine ganze Menge Wasser. Wenn du dich da nicht auskennst, muss das Ganze überwältigend wirken. Dass wir gestern gleich gut gefangen haben, kann daran liegen, dass wir zufällig die richtigen Stellen gefunden haben, der Mann an der Pinne den richtigen Riecher hatte oder es einfach sehr viele Hechte im See gibt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem gewesen. Wie fast immer in solchen Situationen. Fisch! Hohoho. Auch heute brauchen wir auf den ersten Biss nicht lange zu warten. Die Kunst des Weglassens wird beim Schnitt dieser Bilder ordentlich strapaziert. Etliche weitere kleine Hechte können einfach nicht berücksichtigt werden. Die Angelei ist so lebhaft, dass es sowieso eine Fisch-auf-Fisch-Sequenz wird. Was willst du machen? Ehrlich? Klasse. Siehst du, das ist der gleiche Fisch von gestern wieder. Vielleicht. Direkt im Kraut. Ja. Den habe ich in den Schwanz gehakt. Nee, doch nicht. Da habe ich mich echt vertan. Kannst du mal sehen, du. Talks. Wo sind die Größeren? Wo sind die Größeren? Liebe Leute, guck mal. Tschüss. Meiner sei erster Hecht. 2023 im Mai, jetzt ist er weg. Nur Jaffels heute, der Tag der kleinen Hechte. Lups, das ist ein bisschen was Besseres. Oh, bloß nicht umfallen. Das war die ganze Sache wert. Ja.
Toll. Gerade in dem Moment, wo ich meinen Schnurbogen eigentlich rausziehe. Oh, der ist hell. Ja, jetzt kommt er. Oh, gut. Guter Fisch. Sauber. Sehr schön. So, eine Messung. Toll. Was sagt man da immer? Best fishing in the world. Klasse Sache. Famous Lunch Break. Lunch Break. Mittagspause. Mittagspause. Uli, wo ist der neue Gläser? Sechs Gläser. Dietrich, weißt du, welcher der fängigste Köder war? Die Fliege. Na. Der da. Das ist ja obszön. Im Gold. So haben wir vorhin auch angefangen. Sehr gut. Und wieder auf der Stelle. Das ist auch erstaunlich, ne? Sehr gut. Das ist schon etwas Besseres. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hoho. Das ist wirklich irre. Sagenhaft. Klasse, 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 klasse. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Fisch. Das, Florian, ist jetzt fast schon ein gewohntes Bild. Ich hoffe, wir langweilen nicht. Aber es ist halt ein außergewöhnlicher Angeltag. Average Day.
Ist erstaunlich, dass auf so einer kleinen Fläche so viele Hechte sind, ne? Wirklich erstaunlich. Das gewohnte Bild mal wieder. Bei der Sachlage und mit dem Videobeweis ist es natürlich kein Problem, den Tagessieger zu ermitteln. Also Florian, gestern Sieger, heute Sieger, du kannst dir ja nicht selbst den Pokal überreichen, mache ich das heute wieder. Joho! Guten Morgen. Morgen! Oh, ich bin nicht zu spät heute! Ich bin nicht zu spät! Mal gucken, wie der Bierstand ist. Der Bierstand ist unten ziemlich. Und hier geht der Bierstand hoch. Heute wird ein Sightseeing-Tag eingeschoben. Wir wollen mal über Galway an der Küste entlang bis zu den Cliffs of Moher fahren. Hier nun also der Roadmovie-Block unseres kleinen Filmchens. Ob das die richtige Straße nach Galway ist? Ich bezweifle es. Da gibt es doch bestimmt eine größere. Ja, mit Sicherheit. Autobahn. Fast. Oh mein Gott. City und Stau. Geht irgendwie immer zusammen, egal wo du bist auf der Welt. Das moderne Irland als Kontrast zum Programm zu dem, wo wir gestern und vorgestern waren. Ja. Galway, am nördlichen Zipfel der gleichnamigen Bay gelegen, genau da, wo der River Corrib in den Atlantik fließt, ist mit ca. 80.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt an der Westküste, hinter Limerick. Es gibt jede Menge Studenten und Galway wirkt mit den vielen bunten Cafés, Boutiquen und verschiedensten Läden ausgesprochen jung, obwohl viele der Gebäude mittelalterlichen Ursprungs sind. Das Galway Girl, dem Lied nach blauäugig und schwarzhaarig, freut sich immer über Gesellschaft aus der ganzen Welt. Moderne Welt. Die Lachsangler am Galway Weir sind immer ein Blickfang und sollten eigentlich vom Touristboard bezahlt werden. Pro Jahr werden hier so um die 700 Lachse gefangen, was nicht schlecht ist für nur 200 Meter Fluss. Darum kostet die Tageskarte ja auch je nach Jahreszeit bis zu 125 Euro. Wir haben leider keinen Lachs gesehen und fahren auf die andere Seite der Bay hinüber, schauen uns das malerische Hafendorf Kinwarra an, dann geht's weiter in Richtung Südwesten, immer am Rande des beeindruckenden Burren und der Küste entlang. Burren aus dem Irischen bedeutet so viel wie felsiger Distrikt. Sehr passend. Die Karstgesteinlandschaft, so um die 200 Quadratkilometer groß, ist seit der Eiszeit besiedelt. Höhlenfunde wurden auf ca. 30.000 Jahre vor Christi datiert. Da kannst du echt nur staunen. Am Südwestzipfel des Burren, im County Clare, liegen die mächtigen Cliffs of Moher. Nach einem uralten Fort benannt, sind die Klippen etwa 14 Kilometer lang und bis zu 200 Meter hoch. Die Klippen sind das Ziel vieler Touristen. Pro Jahr kommen etwa 1,5 Millionen Menschen hierher, um sich diese Traumkulisse anzusehen. An guten Tagen sind vom Aussichtsturm dem O'Brien's Tower aus, die Arran Islands und die 12 Pins im County Galway zu sehen.
aber es ist mittlerweile kalt und windig geworden, die Sichtweite nimmt ab, der Tag geht langsam zu Ende und wir haben Durst und wollen nach Hause. Naja, in die Kneipe, die gleich beim Ferienhaus ist. Und hier wird es immer mehr, was wir schon hatten. Guten Morgen. 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 Es ist ein hartes Leben. Es regnet leicht, so ein bisschen Niesel und eine Brise weht von Nordwest. Also wieder ziemlich gutes Angelwetter. Wir haben die Besatzungen der Boote etwas verändert. Heute fahre ich mit Uli und Werner raus. Christian ist bei Jürgen und Florian eingestiegen. Aber so hat's immer angefangen. Hey! Wie erhofft, geht's auch gleich mit der Beißerei los. Vom Jaffel bis zum ganz schön heftigen Hecht ist alles dabei. Blinker, Wobbler, Gummifisch, egal. Solange die Tiefe und die Geschwindigkeit stimmt, beim Schleppen wie auch beim Spinnfischen, es beißt. Flutsch! Pike! Nee, ist bestens gehakt. Nicht in Schwanz oder sowas. So, Boys and Girls! Tschüss! Gut. Wieder ein klasse Tag auf dem Wasser. Richtig zufrieden mit unserer Angelei fahren wir am Abend zum Haus zurück. Christian muss ja auch noch beweisen, dass er ein wertiger Bierdosenstapler ist. Kamera läuft. Kamera läuft? Okay. Also, dann probiere ich das jetzt mal. Das ist schon mal. Dietrich, wie kann man eine Dose so ins Fenster stellen? Also, er war erfolgreich im Moment.
und hat keine Katastrophe verursacht. Der heutige Pokal geht wie immer an den Florian, der macht mir jetzt langsam Sorgen, zum dritten Mal hintereinander, weil gestern war Pause, ne? Wie gesagt, streng dich noch an, weil der letzte Tag gehört mir, gell? Weil zum 30-Jährigen möchte ich den schon mit haben nehmen. Denke ich. Ne? Also wenn der Papa im Boot ist, ne? Ja, der Papa bringt euch ja die besten Stellen, ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Glück, dass ich wieder zu spät bin. Brauche ich nichts zu machen. Das wissen wir schon. Wir haben dich schon durchschaut. Ja, du bist unter der Kamera. Oh. Heute weht der Wind etwas frischer aus Norden. Darum wollen wir nach links rum, nach Westen fahren. In der Hoffnung, da etwas ruhigeres Wasser im Windschatten des Ufers zu finden. Das klappt auch erstmal ganz gut. Die Fischerei ist nicht schlecht, aber deutlich träger als gestern. Kannst du nichts machen. Aber so hat es immer angefangen. Vom Haken befreit ist er. Super. Fisch! Bananenpause! Ja! Bananenpause! Bananenpause! Wir kommen heute wieder zur Preisverteilung und wie soll es anders sein? Die Jugend hat Vorrang, einen Zentimeter länger als den Vater seine. Ja? Die Jugend Fisch, baut auf. Fisch, ne? Ja. Also, lieber Florian, zum vierten Mal, aber so leid es mir tut, ne? Morgen bin ich dran. Ne? Morgen bist du dran. Morgen hole ich morgen den Tagessieg. Und den Wochensieg. Und den Wochensieg. Also, mein Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Und dann darf ich noch den Christian her bitten. Ne? Der hat als Ahnsicher heute keinen Hecht gefangen, aber einen Barsch. Und wie man so schön sagt, poke mal home. Also, keine Ursache. Ne? War mir ein Vergnügen. Die zwei Tagessieger. Joho! Werner hat offensichtlich etwas Irisch gelernt und kennt nun neben Slaunche noch eine andere Redewendung. Na, Konstanz, poke mal hohn. Poke mal hohn. Poke mal hohn.
fishing! We go fishing! Auch in Irland ist die Hitzewelle angekommen. Eine tropische Hitzewelle. Jo! Es wird immer mehr bleu. Le ciel est bleu. Wie der Franzose sagt, ne? Und je mehr ciel est bleu, desto schlechter das Angeln. Alte Regel, jedenfalls in Irland. Und auch der Wind ist plötzlich weg. Und wie hat schon mein alter Lehrmeister Mr. Edwin Dixon gesagt, ohne Wind kannst du nichts fangen. Oh, der ist auch nicht, der ist nicht gerade klein. Oh, unterm Boot wollen wir ihn nicht. Oh, 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 oh. Ich hoffe, er überlegt sich jetzt nicht, in den Propeller zu gehen, weil das wollen wir ja noch weniger. Danke. Es ist ein kleiner Hecht und wir haben so auf eine Forelle uns gefreut. Kannst du mal sehen, was sich hier alles so rumtreibt? Gut. Die Bananenpause fällt heute wegen der großen Wärme über 20 Grad etwas länger aus. Dann geht's wieder raus auf den See. Zum letzten Mal in diesem Jahr. Kaum zu glauben, dass die Woche schon wieder fast um ist. Mit anderen Worten, vergiss nicht, es ist später als du denkst. Hohoho, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Werner hat einen Fisch. Also, die Woche ist wieder rum. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Preisverteilungen. Der Tagessieger ist leider heute nicht der Florian, sondern der Papa, ne? Der Jürgen Leimlercher. Glückwunsch. Der Pokal gehört jetzt dir. Vielen für herzlichen 5 Minuten. Dank. Keine Ursache, jetzt gibst du mir einen wieder, ne? Ach, scheiße. Danke. Und der Wochensieger ist unser Florian, der Jüngste im Team. Der beste Koch. Und er hat sich den Pokal durchs Fischen und durchs Kochen, hat er sich denn redlich verdient. Mehr als verdient. Jawohl. Mehr als verdient. Und ich freue mich als Truppe, es war wieder eine wunderschöne Woche und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken und ich möchte, dass wir uns nächstes Jahr in Irland wiedersehen. Bleibt gesund und fängt Fische. Und unser Dietrich natürlich, unser Kameramann.
der muss natürlich auch wieder dabei sein. Und frohe Gesundheit für jeden. Also. Jo. Ja. Wir kommen wieder.